Hallo bei Turn-On, ich bin der Jens und das ist das iPhone 7 Plus. Und genauso wie das iPhone 7, also die kleinere Variante davon, gibt es hier eine ganz besondere Besonderheit, nämlich keinen Klinkenstecker mehr. 3,5 mm Klinkenanschluss ist nicht mehr vorhanden. Stattdessen gibt es nur noch diesen Anschluss hier. Das ist der Lightning-Anschluss, über den konnte man auch die alten Geräte bisher aufladen. Hier kann man darüber jetzt auch Musik hören. Dafür hat Apple bei den aktuellen Geräten diesen kleinen Adapter mit dazugegeben. Hier habt ihr den Lightning-Stecker und hier habt ihr den Anschluss für Klinke. Wenn ihr also noch einen normalen Kopfhöreranschluss über Klinke habt, große Kopfhörer, kleine Kopfhörer oder auch In-Ear, dann könnt ihr die immer noch benutzen. Aber ihr habt dann dieses Anstecker-Gefrickel. In Zukunft wird es aber auch ganz normale Kopfhörer, wie hier, mit diesem Lightning-Anschluss geben. Also kein Klinkenanschluss mehr, dafür hier Lightning. Das Ganze gibt es bei Android auch, da wird das Ganze über USB Type-C gelöst. Ob das der richtige Weg ist, muss jeder für sich selber entscheiden. Fakt ist, dass dieser Anschluss hier schon einige Jährchen auf dem Buckel hat und irgendwann auch mal die Qualität nachlässt. Es ist aber immerhin analog. Digital, das, was hier mit diesem Lightning-Anschluss jetzt möglich ist, kann man aber wahrscheinlich in Zukunft im Video- und Fotobereich ein bisschen mehr machen. Darüber wird auch etwas mehr Strom gespeist als dieser Kriechstrom, der nur über Klinke möglich ist. Das heißt, in Zukunft kann Apple bzw. auch der Android-Markt eine ganze Menge mehr mit dieser Steckeralternative bringen. Was es am Ende bringt, das müssen wir sehen. Wenn ihr noch mehr über das iPhone sehen möchtet, dann klickt mal hier oben auf die Infocard. Da haben wir nämlich eine ganze Reihe mit Informationen zum neuen iPhone. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Wenn ihr noch mehr sehen möchtet, abonniert unseren Kanal. Und wenn ihr noch Fragen dazu habt, schreibt sie unten in die Kommentare.